Bonjour, bonjour. Hi, servus, hier ist Sammy Slimani. Ich komme aus dem wunderschönen Stuttgart in Deutschland und heute bin ich hier gemeinsam mit Taste Friends Magazine für die Mix and Match Challenge. Ich weiß nicht, was jetzt kommen wird, aber ich freue mich schon, das Ganze zu probieren und herauszufinden, wie man so die deutsche Küche mit der französischen Küche kombinieren kann und daraus geile Rezepte macht. Oh, yes. Das Fleisch ist sehr, sehr zart. Es ist rosig angebraten, also so wie ein gutes Stück Fleisch gebraten sein muss. Das Gemüse ist sehr, sehr knackig. Ich glaube, die Geheimzutat ist auf jeden Fall in der Soße drin. Es ist auf jeden Fall eine Frucht. Ich weiß nicht, ob es Pflaumen sind, aber sind Pflaumen sehr deutsch? Es ist auf jeden Fall irgendwas Süßes. Ich kenne das auf jeden Fall. Aber, also ganz ehrlich, ich brauche Hilfe. Was ist es? Rübenkrautsirup. Deswegen hat sie auch so süß geschmeckt. Ich wäre aber nicht drauf gekommen, außer dass es halt einfach süßlich geschmeckt hat. Aber es ist eigentlich so eine typisch deutsche Zutat. Das war richtig zart, das war so richtig perfekt gekocht, die Soße war perfekt abgestimmt. Also 5 Sterne an den Koch, den ich gleich jetzt noch kennenlernen werde. Oh yes, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich meine, erkennt man sofort, das sind Muscheln. Was ist das? Also meine Aufgabe ist es jetzt, herauszufinden, welche deutsche Zutat hier drin ist und welche französische Zutat hier drin ist. Es schmeckt halt einfach geil. Also es sind auf jeden Fall Miesmuscheln. Ich glaube, das sind französische Miesmuscheln aus der französischen Küste. Warte mal kurz, was ist das denn hier? Ist das Salz? Ah! Salz! Also die deutsche Zutat ist hier wahrscheinlich das Gratinierte, aber was ist das? Das ist einfach Lebkuchen, hä? Ich hab das hier gar nicht geschmeckt. Warte mal kurz. Das ist ein Lebkuchen? Oh mein Gott, now! Jetzt erwischt mich das. Wow, hätte nicht gedacht, dass man Lebkuchen so geil in Muscheln kombinieren kann. Krass. Oh, yes! Hier geht es darum, dass wir sie einfach salzig und süß gemischt haben. Und ich soll jetzt eine Zutat daraus finden. Mmh, geil. Also Erdbeeren, Kiwi kennen wir, glaube ich, alle. Das sind noch gebrannte Mandeln. Das ist sehr knusprig. Also, ich glaube, das ist es. Nein! Nee, warte mal kurz. Nee. Das sind jetzt keine Spätzle. Was? Ich liebe Spätzle. Das darf nicht passieren. Die ganzen Früchte, also zum Beispiel die Kiwi und der Honig, mit denen das Ganze so karamellisiert worden ist. Und das alles schockt. Wir machen jetzt weiter mit der Match Challenge, wo es darum geht, dass ich hier 3 verschiedene Weine habe, französische wohlgemerkt, und ich soll sie paaren mit dem jeweiligen Gericht und sagen, was so am besten miteinander passt. Cheers! Ich muss jetzt einen auf Kenner machen, okay. Hat was sehr Aromatisches. Ist sehr fruchtig. Also ich schmecke die ganzen, also der Geschmack schmeckt passend zum Rind. Irgendwie. Muscheln werden doch meistens eigentlich auch ein bisschen mit Wein abgeschmeckt. Also mit Weißwein zumindest. Okay, Sammy, du musst dich jetzt entscheiden. Also wenn ich jetzt die Entscheidung treffen müsste, würde ich sagen, dass dieser Rotwein hier
passend zu dem Gericht ist, weil ich glaube, die haben ebenfalls den Rotwein hier in dieser Soße verwendet. Also ich persönlich würde sagen, der Weißwein kommt hier hin und ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Und der hier kommt dahin. Ich habe jetzt die verschiedenen Weine gematcht mit den jeweiligen Gerichten und jetzt wird mir ein Sommelier sagen, wie das eigentlich gepaart werden sollte. Bin gespannt. Oh nein! Also Sommelier hat jetzt gerade eben nur diese zwei Weingläser vertauscht. Also ich war nicht so schlecht dabei. Aber hey, die schmecken alle richtig gut. Meine Erfahrung von dieser Mix-and-Match-Challenge ist, dass deutsche Zutaten so gut zu französischen Gerichten passen. Ich werde sicherlich das ein oder andere Gericht nachmachen, eigentlich alle. Ihr könnt natürlich mehr Rezepte auf tastyfrance.com entdecken und dann sonst auf meinem YouTube-Kanal bei Sammy Slimani findet ihr dann hoffentlich ganz bald ein von dieser Reise inspiriertes Video. Also, cheers to that!